Ja, ich freue mich, dass ihr Interesse gefunden habt, 3 Tage des Seminars Systemische Transaktionsanalyse kompakt mit mir, mit anderen zu teilen. Ich nehme jetzt so langsam mal die Fäden auf. Ich bin hier gut geankert und einige waren ja letztes Mal auch schon dabei. Wir haben im November letzten Jahres auch hier das Seminar ISB-Konzepte kompakt gemacht. Und gerade wurde mir auch die DVD, die jetzt bei Jokers erscheint, gegeben. Also das scheint jetzt vielleicht einen größeren Verbreitungsgrad zu finden. Also hier mit blauem Hemd, man wird es unterscheiden können dann nachher durch das weiße Hemd. Ich habe mir das überlegt beim Herkommen, diejenigen, die noch gar nicht da waren bisher, ich nehme an, dass sie trotzdem ja aufgrund von irgendwelchen Empfehlungen, Informationen hergekommen sind. Wenn ich da 2, 3 Äußerungen hören könnt, was euch bewogen hat, dieses Seminar zu buchen, dann kann ich auch so ein bisschen mit der mir noch unbekannten Sphäre hier Kontakt aufnehmen. Also wer mag mir so ein bisschen sagen, wie es kommt, dass du hier bist und was dich bewegt hat? Neugierig auf Bernd Schmidt, von dem ich schon seit vielen, vielen Jahren weiß, wo ich viele hinempfohlen habe, aber selber es nicht genutzt habe. Und die Möglichkeit, innerhalb relativ kürzer Zeit mich gedanklich mit TA zu beschäftigen, das mich auch schon lange Jahre begleitet, aber nie gescheit. Das waren so diese beiden Aspekte. Das Wort gescheit nehme ich jetzt mal als Kompliment. In der Erwartung, das könnte eine der gescheiten Varianten werden. Danke. Ich komme oder ich mache Unternehmensberatung und komme eigentlich sehr aus der technischen Ecke, also aus der Prozessecke, die mich aber nicht irgendwie so sonderlich spannend finde. Und deswegen möchte ich eigentlich mehr mit dem Coaching gehen, werde auch eine Ausbildung machen. Und dann hat mir meine Schwester dieses Seminar empfohlen. Die ist beim ZDF, die hat schon einige Dinge gemacht hier, was in ISB-Seminaren, und hat mich richtig neugierig gemacht. Und was mich angesprochen hat, ist, dass es um ein Thema geht, um das ich mehr wissen möchte und dass es in einer überschaubaren Zeit vermittelbar scheint. Also kompakt vermittelbar. Die Kompaktversion. Ja, ich hoffe, dass das zu machen ist. Das ist eines meiner Anliegen. Noch jemand, der sagen mag, warum er hier ist? Hussein Hönstedier aus der Erftstadt. Als ich die Mail bekommen habe und gelesen habe, dass du aufhörst, dann habe ich gedacht, huch, das war so ein Impuls, da habe ich gedacht, schnell hin. Und dann waren wir uns nicht ganz einig, wer von uns da hinkommt. Und ich habe dann so den längeren erstmal für heute und die nächsten Tage gezogen. Bin auch auf das Thema sehr gespannt. Hatte bisher damit wenig Berührung, bis auf die bekannten Modelle, und freue mich. Ach, schön. Gut. Ja. Also für mich ist es schon ein besonderes Ereignis, weil ich damit jetzt 33 Jahre Transaktionsanalyse, Interaktion für mich erstmal zu einer Abrundung bringen möchte und mit euch zusammen das alles nochmal Revue passieren lassen möchte. Es ist schon auch ein Stück eine Form, in der ich etwas hinterlassen möchte, dass für die, die eben dieses Mail nicht gekriegt haben oder keine Zeit hatten, die dann trotzdem irgendwann sagen, ach, jetzt täte mich eigentlich noch die Bernd-Schmidt-Variante interessieren, dass die eine Möglichkeit haben, das zu hören und zu sehen. Und das ist der Grund, weshalb hier auch die Technik aufgebaut ist. Ja, das wird sich durchziehen, glaube ich. Die Lebensgeschichte Bernd Schmidt, soweit sie mit TA verbunden ist, und die Gedanken über und die Weiterentwicklung von TA
Und ich finde, dass man das auch nicht voneinander trennen kann. Das ist auch einfach, ich finde es immer wichtig, den biografischen Hintergrund von solchen Entwicklungen mitzuverstehen, dass man sich seelisch andocken kann und dass man sieht, das ist eine Geschichte, eine Variante eines Menschen in einer Zeit. Es ist nicht die richtige Lehre, die ich jetzt erben sollte, sondern ich nehme Anteil an einer lebendigen Auseinandersetzung und es belebt mich in meiner Auseinandersetzung, die ganz eigen sein kann und sein darf. Wir fangen jetzt mal an, einfach ein bisschen mit einer Hinführung, Einführung an. Und ich gebe jetzt im Moment keinen Überblick, aber wir werden die ganze Palette der Arbeitsbereiche der Transaktionsanalyse in diesen 3 Tagen durchstreifen. Ich habe ja angedroht, ich hoffe, alle haben das gelesen, dass ich auch mehr oder weniger 3 Tage vortragen werde. Es gibt Menschen, die schreckt so eine Vorstellung. Es gibt Menschen, die sagen, endlich müssen wir nicht dauernd irgendwelche Übungen machen, sondern können in aller Ruhe einfach mal zuhören. Und ich kann in aller Ruhe einfach mal erzählen. Es war ohnehin nie meine ausgeprägte Stärke, Inszenierung so zu machen, dass in der Gruppe sich alle wohlfühlen. Ich habe das einigermaßen dadurch kompensiert, dass ich interessante Arbeit vorgestellt habe, dass ich Ideen entwickelt habe und dass ich einfach bezogen auf das Thema recht präsent war. Wir werden von daher auch nicht, wie das ja normalerweise in einem Einführungskurs zur Transaktionsanalyse üblich ist, viele Kursproben in eigenen Übungen und Selbsterfahrung machen. Das ist es nicht. Solche Kurse gibt es jede Menge. Wer das machen möchte, hat da reichlich Gelegenheit dazu. Wir machen wirklich eine Kompaktdarstellung. Das heißt, ich werde ganz viele Fragen der Transaktionsanalyse in ihren Essenzen und in ihren Ausdrucksformen und in Weiterentwicklungen, die ich gemacht habe oder die ich sehe, dass sie notwendig wären, darstellen. Und für diejenigen, die sich wenig damit beschäftigt haben, versuche ich natürlich jeweils die Grundlagen kurz einzuführen. Aber natürlich kann ich jetzt in 3 Tagen nicht zu all diesen Bereichen das durchbuchstabieren. Es gibt sehr reichhaltiges Schriftmaterial und Tonmaterial bei uns auf der Website. Ihr werdet auch Bücher kriegen oder habt schon. Ihr kriegt 2 Bücher, den Band 1 meiner Reihe Systemische Professionalität und Beratung, die sich mit systemischer Professionalität und Transaktionsanalyse auseinandersetzt. Und ihr bekommt das jetzt gerade erschienene Buch Intuition und Professionalität, das ich mit Christiane Scherrer zusammen gemacht habe, wo wir speziell nochmal auf eine der dicken Wurzeln der Transaktionsanalyse, nämlich die Arbeit mit den Intuitionen, eingehen. Und sonst, wenn ihr nachher die CD kriegt mit den MP3-Files und den Charts, werden darauf auch einfach noch eine ganze Reihe von Dokumenten sein. Und wenn ihr dann immer noch nicht genug studiert habt und Nachschub braucht, dann meldet ihr einfach. Also da ist bei uns noch niemand leer ausgegangen, aber manche sind schon verschüttet worden von dem Material, das bei uns zur Verfügung steht. Zur Vorgehensweise, und das hat auch etwas mit der Aufnahme zu tun, ich habe meine Gedankenführung, ich habe jetzt so etwa 3 Wochen relativ intensiv mich wieder eingearbeitet. Ich bin in einer Weise schon ziemlich draußen gewesen. Aber es ist ein bisschen, es ist ja eine meiner frühen Hauptschulen gewesen und es ist ein bisschen wie Fahrradfahren oder Schwimmen. Man verlernt es dann nicht mehr, aber manchmal musste ich die Sprache zurückholen. Dann habe ich ja den größten Teil meiner Ausbildung immer in Englisch gemacht. Das heißt, dann sind dann die englischen Begriffe aufgetaucht. Und wie haben die das dann eigentlich in Deutsch nachher weiterverwendet? Und dadurch, dass ich jetzt schon lange nicht mehr diese Themen in Deutsch gelehrt habe, brauchte ich einfach es mir zu vergegenwärtigen. Und dann fallen einem nach und nach die Story ein. Das heißt, die Geschichte der letzten 33 Jahre ist dann in dem Zusammenhang auch an mir vorbeigezogen. Ich werde mich
an die Charts halten, damit später diejenigen, die das über MP3 oder Video machen wollen, sich gut mit orientieren können. Wir wollen das nämlich auch multiplikationsgeeignet machen. Das heißt, diejenigen von euch, die sich dafür interessieren, die könnten nachher zum Beispiel die Charts durchblättern, gucken, was sie interessiert. Wenn sie wollen, dann auf dem Audio- oder Videofile diesen Teil hören oder sehen, um sich das reinzuholen. Und sie können auch gerne, wenn sie ihrerseits das wo vortragen wollen, unsere Charts dann auch verwenden. Damit soll es leichter gemacht werden, das einfach zu multiplizieren. Wir haben es jetzt im Auto hierher von den Memen gehabt. Also die Weitergabe der Gene ist bei mir jetzt nicht ganz so üppig ausgefallen. Aber das ist ja auch nicht mehr so in. Aber irgendwie will der Mensch sich ja vervielfältigen und weiterentwickeln. Und das schafft man jetzt mit Memen, also mit den kulturellen Einheiten, dass man andere von der Eigenart über Meme weitergibt und hofft, dass die das austragen und gebären und wiederseits ganz viele damit irgendwie verwandte Kulturelemente erzeugen. Ich glaube, Schöpfertum war eine ganz wichtige Dimension in meinem Leben. Ich war nicht immer so fit, das möglichst breit zu streuen. Habe auch nie wirklich die Kurve gekriegt, mal ein breit verständliches Lehrbuch zu schreiben, weil mich immer so viel Neues interessiert hat und entwickelt habe. Aber das können ja, falls die Evolution das braucht, auch dann andere tun. Und es muss ja auch noch was bleiben. Tja, dann nehmt wie ein Buffet. Ihr müsst nicht für alles gleich Platz haben. Ihr könnt natürlich unmöglich alles in euch einverleiben, aber ihr könnt mal so vorbeigehen und hier und da was probieren und euch vielleicht irgendwo was bunkern. Also ich gebe jetzt sozusagen mental gesehen jede Menge Tupperdosen aus mit Kühlelement. Sagt es einfach ein, nehmt es mit und wenn dann der Appetit und die Muße da ist. In einer meiner Lieblingssendungen, die ich ja auch in meinem Blog, die glaube ich einige von euch ja auch lesen, jetzt öfter mal erwähne, nämlich Sternstundenphilosophie, war ein Schriftsteller, ein Durst Grünbein letzten Sonntag, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Er ist einer von den Philosophen, die also nicht aus dieser analytisch-philosophischen Ecke kommen. Er ist auch einer, den es auf dem klassischen Bildungs- und Aufsteigeweg aus der Kurve gehauen hat. Also mich hat es nicht ganz aus der Kurve gehauen, aber ich habe immer schwer geschlingert, um einigermaßen Kurs zu finden, auf dem ich heute bin. Und der hat diesen schönen Satz gesagt, es geht nicht darum, die Welt neu zu erfinden. Als er gefragt wurde, ja, was haben Sie denn Neues zu sagen? Sondern es geht darum, sie neu zu beleuchten. Also Dinge, viele Dinge, die bekannt sind, die hoffentlich auch schon irgendwie in eurem Erfahrungshorizont liegen, richte ich einen Scheinwerfer in einer bestimmten Weise drauf. Und wenn die Dinge in einem anderen Licht erscheinen, wirklichkeitskonstruktiv gesehen, sind sie auch andere Dinge. Und der große Kampf geht um die Anschauung der Dinge. Und wenn man wirklichkeitskonstruktiv denkt, hat die Anschauung ja auch die Materialisierung zur Folge. Aber je nachdem, was für eine Vorstellung ich davon habe, was Schule ist, baue ich ein Schulgebäude und dieses Schulgebäude wird für viele Jahre mitbestimmen, was Schule ist, egal was für pädagogische Konzepte die Menschen in dieser Schule dann haben. Also von daher geht es natürlich auch um die Gestaltung der Welt und je älter ich werde, desto mehr reicht mir nicht allein die Auseinandersetzung mit Selbstfindung, sondern ist mir wichtig, zur Weiterentwicklung der Gesellschaft beizutragen. Und dass es da genug zu tun gibt, brauche ich nicht zu erklären. Ja, von daher ist mein Anliegen jetzt nicht, euch
TA insgesamt zu vermitteln. Und ich muss auch gestehen, dass ich viele der Entwicklungen der Schriften der TA der letzten 15 Jahre auch gar nicht mehr studiert habe. Möglicherweise ist mir dabei etwas Wichtiges entgangen, aber es war auch so, dass ich das Gefühl hatte, es wird leider sehr, sehr viel wiedergekäut in einer Weise, die mich auch nicht inspiriert und motiviert hat, die Dinge zu lesen. Und es hat auch damit zu tun, dass mein Interesse an den klinischen Ausdifferenzierungen verloren gegangen war, weil ich ja schon meine Identität als Psychotherapeut vor mittlerweile ja, mindestens 15 Jahren an den Nagel gehängt habe. Ich weiß nicht, ob ihr mal im Isar-Torturm war in München, da ist ein Nagel und da steht an diesem Nagel Karl Valentin, das Jahreszahl weiß ich jetzt nicht, sein Beruf und wurde Komödiant oder irgendwas ähnliches. Und irgendwann, ich hatte natürlich meine Identität als Psychotherapeut, in der ich ja sehr lange unterwegs war, sehr engagiert unterwegs war, irgendwann, ich habe immer mehr eingeschlossen und es immer mehr universalisiert, aber irgendwann habe ich gemerkt, diese Identität kann ich auch nicht aufrechterhalten und habe mich offiziell beim großen Buch der Identitäten als Psychotherapeut abgemeldet. Ich habe mich nicht abgemeldet, was ich jetzt erst in den letzten Wochen wieder gemerkt habe, als Seelsorger, also ein Menschen, der sich um die Seele der Menschen kümmert und sorgt. Und das habe ich mal in einem Seminar auch gesagt. Also im Grunde bin ich von dem, was ich hauptsächlich erreichen will, immer noch Seelsorger, irgendetwas dafür zu tun, dass das seelische Wohlbefinden der Menschen, mit denen ich zu tun habe, gefördert werden kann. Dann wurde ich dann gleich gefragt, ob ich darüber nicht einen Aufsatz schreiben wollte für ein Sonderheft. Das habe ich gemacht. Wenn euch das interessiert, auf der Website, der Aufsatz heißt Säkulare Seelsorge. Weil ich bin nicht Mitglied irgendeiner Glaubensgemeinschaft oder einer religiösen Richtung, aber ich finde, um die Seele kann man sich allemal sorgen. Und dazu habe ich da mehr geschrieben. Also es geht nicht um die TA, sondern es geht wirklich jetzt um meine TA, also meine Geschichte mit der TA, mein Verständnis von TA, meine Weiterentwicklungen von TA-Konzepten. Und am ISB verwenden wir ja viele weiterentwickelte TA-Konzepte, die nicht immer so heißen, nicht weil wir das verschleiern wollen, sondern weil wir einfach den Jargon nicht mehr drauf haben und auch nicht mehr mit Kringeln und Pfeilen hantiert wird. Ich werde das im Laufe dieser Tage zeigen, weil in der Transaktionsanalyse immer ein paar ganz klasse Ideen waren, die ich immer gut gefunden habe, die ich sehr praktisch, sehr aufhellend, leicht verständlich auf einem einfachen Niveau und trotzdem mit möglichem Tiefgang. Und das hat mir immer toll gefallen an der TA. Und ich würde gerne beitragen, dass das verständlich wird und dass diese guten Ideen, die in der Transaktionsanalyse aufgefasst sind, dass die, egal in welchen Kontexten, wie die Schule heißt, ist mir egal, aber dass das nicht verloren geht. Ein bisschen markieren die Dinge, sodass ihr sie auch wiedererkennt und auch, wenn ihr wollt, leichter weitertragen könnt. Das heißt, ich werde von daher die ganzen Bereiche der Transaktionsanalyse durchstreifen und aufzeigen, was die Grundideen und die manchmal genialen Betrachtungen und Arbeitsfiguren der Transaktionsanalyse da drin sind. Und da werde ich natürlich vieles auch einfach wiedergeben, was natürlich nicht auf meinem Mist gewachsen ist, damit ihr ein bisschen einen Gesamtüberblick habt. Und manches braucht ihr auch, um die Weiterentwicklungen zu verstehen. Ich bin dadurch aufgefallen, dass ich in den letzten 20 und 25 Jahren sehr viel Neuformulierung der Transaktionsanalyse aus systemischer Sicht gemacht habe. Ich werde also diese Neuformulierung oder die Weiterentwicklungen hier auch darstellen. Also klassisches
aus systemischer Sicht neu formulieren, aber auch tatsächliche Weiterentwicklungen markieren. Also ein Beispiel für Weiterentwicklung, nur um es ein bisschen zu markieren, sind die Symbiosekonzepte aus der Schiffsschule, zu der ich noch ausführlich komme, wo Therapeuten Patienten, die sich der Wirklichkeit nicht stellen, konfrontieren und dafür viele gute Arbeitsfiguren und Konzepte entwickelt wurden, habe ich weiterentwickelt in ein Wirklichkeitsbegegnungskonzept, wo ich nicht davon ausgehe, dass die einen wissen, was die Wirklichkeit ist und die anderen lernen müssen, sich ihr zu stellen, sondern dass auf beiden Seiten ganz verschiedene Sichtweisen da sind und man sich auseinandersetzen muss, konfrontieren, sich gegenseitig die Wirklichkeitssichten auf hilfreiche Weise zumuten, damit Gemeinschaftswirklichkeit entstehen kann. Damit man sich und im Zusammenhang mit Symbiose, was eine Form von Abhängigkeitsbeziehung ist, die positive Variante davon, dass bewusste Verantwortungsbeziehungen entstehen können. Also das wäre zum Beispiel so eine Weiterentwicklung. Und damit, komme ich noch ausführlicher drauf, wird es eben auch aus dem engeren Verständnis der Psychotherapie rausgenommen. Ja, also von daher, was dieser Tage kommt, vielleicht schon einige Lehre, aber nicht im klassischen Sinn, also dass ich jetzt den Anspruch habe, die ganze Transaktionsanalyse dargestellt zu haben, sondern viel wichtiger ist, mir Verständnis und Interesse zu wecken, sodass es irgendwie Klick macht, ach, das ist damit gemeint. Okay, die machen es mit Ich-Zuständen und Pfeilen, aber das, was gemeint ist, das mache ich da so und so und das könnte ich miteinander verbinden und weiterentwickeln. Also mir ist immer ganz wichtig, was ich für mich in Anspruch genommen habe, jedem anderen auch zu empfehlen, macht eure eigene Version. Gut, das habe ich jetzt gerade schon gesagt. Darstellung durch Vortrag. Ich persönlich finde es toll, einfach mal zuhören zu dürfen. In den 70er Jahren gab es mehrere wochenlange Kongresse der New Age-Bewegung. Und da habe ich mal 2 Tage lang Carl Brebram und Francesco Varela, dem Gehirnforscher und dem Erkenntnisbiologen, zugehört. Und die haben sich über Gehirnmodelle unterhalten. Und da war das noch nicht Mode, das in den 70er Jahren. Da war von Peptidketten und Zeug die Rede. Ich habe inhaltlich eigentlich nichts verstanden. Aber die 2 Tage waren köstlich. Ich hatte so das Gefühl, irgendwie ist die Substanz davon auf mich übergegangen, auch wenn ich die Inhalte eigentlich nicht verstanden habe. Also könnte sein, dass es sowas gibt, so feinstoffliche Varianten. Ja, von daher machen wir einen Wetterflug, habe ich jetzt auch schon mehrfach gesagt, und nicht eine Wanderung durch diese ganzen Bereiche der Transaktionsanalyse. Gelegentlich landen wir mal für einen Moment, ne? Lassen wir uns runterbeamen, um zu gucken, wie sieht das aus, wenn man an der Stelle ist. Aber dann beamen wir uns wieder hoch und fliegen weiter. Ja, ich möchte die wesentlichen Fragen, auf die Konzepte ja immer Antwortversuche sind, nochmal herausarbeiten. Und meine Arten von Antworten oder wie man überhaupt in Antwortsrichtungen gehen kann, markieren. Ich möchte Kontexte und Einbettungen herausstellen, ganz besonders natürlich aufzeigen, wie die gewachsene Transaktionsanalyse ein Kind der Psychotherapie ist und was alles verändert werden muss, wenn man es wirklich ernsthaft in andere Arbeits- und Gesellschaftsbereiche übertragen möchte. Damit einhergeht natürlich, dass ich viele der Arbeitsfiguren aus dem ganz individuellen Psychologischen rauslöse und auf Wirklichkeitsgestaltung in der Gesellschaft versuche zu übertragen. Und da kann man eine ganze Menge mitmachen. Ja, weitere Entwicklungen, die schon geschehen sind, die auch noch anstehen. Also eine Schule zu entwickeln, ist sicher was, was Jahrzehnte dauert. Und manchmal, wenn eine Schule so viel Talent hat, plausible, sofort verwendbare Figuren zu entwickeln, ist es schwer,
aufzubrechen und es weiterzuentwickeln, weil man leicht Menschen findet, die das auch toll finden. Und dann kann man mit der Nummer einfach viele, viele Jahre unterwegs sein und kann dann aber doch verschlafen, die notwendigen Weiterentwicklungen. Ja, das nur damit ihr ein bisschen eine zeitliche Dimension kriegt. Ich erzähle gleich, wie das genau war damals, 1976. Also 33 Jahre ist es her, dass ich meine TA-Weiterbildung in Heidelberg begonnen habe. Ich gehöre zu denen, die noch in dem Turbo, in der Turbogeschwindigkeit, die klassisch in TA üblich war, nämlich in 3 Jahren, die Praktika-Ausbildung gemacht habe und habe dann 1979 mein klinisches Examen gemacht in Aix-en-Provence. Eine der Faszinationen der Transaktionsanalyse war, dass sie amerikanisch hegemonial natürlich dominiert, aber international ausgerichtet war. Und das hat man auch in Europa übernommen und deswegen fand dieses klinische Examen in einer fürchterlichen Schule in Aix-en-Provence statt. Es war ein muffiges Klassenzimmer. Ich war immer ein schlechter Schüler, ich war voll im Trauma, dachte, oh Gott, haben sie mich zurückgebeamt, ich wollte doch Examen machen. Aber ich habe es trotzdem bestanden und von daher war das vielleicht ein besonderer Härtetest und hat damit also doch meine etwas belastete Schulvergangenheit in den Hintergrund gedrängt. Dann habe ich den zweiten Teil der Ausbildung gemacht, nämlich Lehrtrainerexamen. Das ist in der TA-Welt ein eigener Weiterbildungsgang, der mehrere Jahre dauert. Man geht also nicht davon aus, dass der Praktiker andere Praktiker automatisch ausbilden kann, sondern dass zu lehren, zu supervidieren, Ausbildungsprozesse zu gestalten und was in der TA ja großgeschrieben wird, das Sponsorship, das heißt, man hat einen persönlichen Mentor, der mit dem ein Vertrag auch mit der Gesellschaft gemacht wird, der einen in allen Belangen betreut und der, wenn es gut geht, dafür verantwortlich ist, dass man wirklich Fortschritte macht oder damit umgeht, wenn das Gefühl hat, das ist nicht der Fall. Und der auch aber ein Wörtchen mitzureden hat, ob jemand zum Examen antreten kann oder nicht, also eine Examensreife erlangt hat. Es wird nicht einfach nur ein Arbeitspensum abgearbeitet und dann kann man gehen, sondern es ist eine der wichtigen Traditionen der Transaktionsanalyse, dass man wirklich in persönlicher Konfrontation ganzheitlich beurteilt, wie man jemand einschätzt. Es fällt mir jetzt ein, das habe ich sonst nirgends aufgeschrieben. Es war immer wichtig, war ja viele Jahre Vorsitzender des Weiterbildungs- und Prüfungsausschusses der DGTA und habe viele Prüfungen mitgestaltet. Und es war mir immer ganz wichtig, das Kriterium, das amerikanisch traditionell ist, würdest du dieser Kandidatin die leichten bis mittelschwierigen Fälle aus deiner Praxis anvertrauen? Nicht unbedingt die schwersten. Und ist dieser Mensch für einen Beginning Transactional Analyst, also für jemand, der natürlich noch im Werden ist, an einem guten Punkt, dass man sagen kann, er sollte selbstgesteuert weitergehen? Und neben allen formalen Kriterien, die es auch gab, war mir das immer ganz wichtig, dass diese menschliche Beurteilung und sich darüber auch auseinandersetzen, obwohl man es nicht alles objektivieren kann, ein wichtiger Teil der TA-Ausbildungskultur war. Ja, ich habe 85 dann dieses Lehrtrainerexamen gemacht. Das sind dann 3 verschiedene Examina mit 3 verschiedenen internationalen Boards. Gut. 86 habe ich über das Dilemma-Konzept, zu dem wir noch kommen, dann den neu etablierten EATA-Wissenschaftspreis bekommen und später hat mich jetzt dann vorletztes Jahr noch die Ehre erreicht, dass ich die meistbegehrte Trophäe, den Eric Byrne Memorial Award in San Francisco bekommen habe für das Rollenkonzept, was wir dann auch noch machen. Da bin ich sehr dankbar dem Günter Mohr, meinem TA-Kollegen, der das betrieben hat, das zu beantragen. Ich habe es am Anfang gar nicht gewusst. Und meine alten Lehrerin, die immer noch lebt und immer noch international tätig ist, Vanita English,
Deshalb gehört sie jetzt wieder in Deutschland. Ich glaube, 92 ist sie. Die einfach in aller Direktheit geschrieben hat, ich unterstütze total, dass Bernd Schmidt den Preis kriegt, er verdient ihn. In der Beziehung war die immer sehr klar in ihren Äußerungen. Vor meinem ersten Examen hat sie mich supervidiert, guckt mich so an, die war nicht enthusiastisch, aber sie sagt, ich sehe nichts, was er irgendwie falsch gemacht hätte, es war in Ordnung. Und für einen Perfektionisten wie mich war das wirklich ausreichend. Und sie hat mir wesentliche Wegweisungen gegeben im Umgang mit dem TA-Verband, mit der TA-Tradition und mit diesen Memen. Und eine Folge davon, die haben wir heute hier, glaube ich, die hat mal gesagt, Bernd, wenn du willst Erfolg haben, dann musst du Schüler haben, dann musst du schreiben. Vergiss deine Kollegen, die haben ihre Roadshow beieinander, die interessieren sich nicht wirklich. Das hat sich bewahrheitet. Und ich habe getan, was sie mir sagte, und durchaus mit einigem Erfolg. Gut, das will ich jetzt nicht weitermachen. Die Ämter, die ich hatte, viele Ausbildungskandidaten und viel geschrieben in der TA-Welt. Das will ich jetzt auch nicht abarbeiten, nur weil ich sie auch würdigen möchte. Das sind einmal meine Sponsoren. Das war für die erste Phase die Arlene Moore. Und das war wirklich lustig. Ich kam aus Amerika zurück, hatte gerade erst erfahren, was TA ist, sitz im Goldenen Anker in Heidelberg, war damals in der Studentenberatung tätig. Und da war eine Blondine mit am Tisch von der anderen Beratungsstelle. Und die hatte es sich offenbar für mich interessiert. Das fand ich ja erstmal schon gut. Und wir kamen so ins Gespräch und sie sagte, ja, in der TA-Konferenz warst du gerade. Heute Abend ist ein Treffen in Heidelberg, wo die erste TA-Ausbildungsgruppe in der Free Clinic etabliert wird. Willst du da nicht kommen? Ja, das war jetzt, später würden wir das wahrscheinlich als Duplex-Transaktion einschätzen. Soziale Ebene, willst du TA-Ausbildung machen? Unterschwellige Ebene, vielleicht können wir. Ich habe die soziale Ebene genommen und bin da abends hinmarschiert. Und da saßen in der Friedklinik, es war damals sehr leger alles, kann man sagen, saßen da vielleicht, weiß nicht, 20 Leute. Und diese TA-Gruppe wurde irgendwie institutionalisiert. Und dann brach eine fürchterliche Diskussion los über eine Dame, die da dabei sein wollte, die andere nicht haben wollten. Was schließlich dazu führte, dass die Zorn entbrannt den Raum verlassen hat. Ich habe irgendwo gedacht, gehe nicht zu deinem Fürst, wenn du nicht gerufen wirst, und habe einfach nichts gesagt und bin nächstes Mal wiedergekommen und war 15 Jahre in dieser Gruppe. Und da war eben Arlene Moore, die Lehrerin, die gerade anfing als Lehrtrainerin unter Supervision, und die hat dann die ganzen amerikanischen Sponsoren, weil sie sprach nur Englisch, in Heidelberg eingeflogen, auf diese Weise, die Liste seht ihr unten, wir kommen auf viele noch, haben wir da auch alle kennenlernen dürfen. Und auf diese Weise habe ich eben ein Stück TA-Englisch gelernt. Leider reicht das nicht für alles. Vor kurzem habe ich versucht, im Organisationsbereich in Englisch zu arbeiten, habe aber gemerkt, das ist ein bisschen was anderes. Im nächsten Leben mache ich das dann. So. Jetzt zurück, 1976, da war ich 39 oder 20? 20. Hm? Bitte? Moment, 46, 30 war ich, genau. Ich bin ja 46 geboren, also war ich 30. Ja, das ist, manchmal vermischen sich da ein bisschen die Dimensionen. Ich verrechne mich da leicht schon mal um 10 Jahre, deswegen bin ich vorsichtig geworden. Meine Frau sagt immer, nein, nicht vor 10 Jahren, vor 20. Ja, da war die Situation in Deutschland so, 68 war schon eine Weile her, es hatte sich an den Universitäten wieder ein bisschen beruhigt, aber die jungen Menschen waren aufgebrochen und es kamen die humanistischen Psychologieverfahren rübergeschwappt von Amerika. Zum Teil sind sie auch aus Deutschland gekommen. Hallo. Wir hatten schon
Gruppendynamik ausführlich gehabt. Ich hatte mich sehr engagiert für Hochschuldidaktik, Psychodrama. Meine Doktormutter hat schon bei Moreno studiert, haben wir da Kostproben nehmen dürfen. Und ich fand das einfach klasse. Ich stamme aus einer Familie, in der das alles fremd war. Also eher kaufmännisch, handwerklich, ingenieurmäßig unterwegs. Und entsprechend war ich von meiner Sozialisation her ausgestattet. Und da tat sich für mich die Welt des Menschlichen auf. Und ich wollte sofort mitmachen. Weil ich immer nicht abwarten konnte, bis die Gesellschaft es richtet, war ich dann immer eben auch mit vorne bei, Verbände zu gründen, Gruppendynamikverband zum Beispiel, um die Dinge immer von der Spitze her zu erfahren und nicht zu warten, bis mich irgendjemand wohin mitnimmt. Das Neueste, was durchgegangen war, also wir kannten natürlich Horst Eberhard Richter, Patient Familie war so die Zeit. Wir kannten... die kam sogar erst später. Erst war noch Watzlawick, menschliche Kommunikation und solche Sachen. Und dann war Gestalt, wo es an die Emotionen ging. Und das fanden wir ganz toll, dass man mit einem Stuhl sprechen kann und das dann ein Teil von einem. Und dass, wenn man sich dann selbst dahinsetzt, man in emotionale Wallung gerät und sich mit irgendetwas beschäftigt, womit man sich noch nie beschäftigt hat. Und dass es wie relativ einfach funktionierte. Also dreimal so zwei Stuhlarbeit gesehen und man hat das dann auch machen können. Was wirkliche Psychotherapieprobleme betrifft, ist mir später noch ein bisschen schwindelig geworden, was wir uns da alles zugetraut haben. Aber damals war man in dieser jugendlichen Größenwahn und man kannte nichts anderes. Sehr forsch unterwegs, Gott sei Dank, soweit ich weiß, habe ich dadurch nie größeren Flurschaden angerichtet. Ja, also wir sind dann nach Amerika, weil dort das Land, Kalifornien natürlich, wo dort das Land der Gestalttherapie waren, und wir haben dann dort bei einem Eric Marcus in Los Angeles einfach Kurse genommen, ein paar Freunde und ich, und am Wochenende fuhr der über die 101 nach San Francisco zu einem Kongress, und wir haben gefragt, was ist das für ein Kongress? Transaktionsanalyse sagte uns nichts, aber die 101 wollten wir sowieso fahren, also sind wir halt mitgefahren. Und auf diesem Kongress dort habe ich als eine der wichtigsten Szenen Erinnerung, da waren etwa 800 Menschen und oben war ein Mann und eine Frau und der Mann machte sein Jackett auf und alles applaudierte. Und ich habe nicht ganz verstanden, was für eine Darbietung das war. So nach und nach hat sich es mir erschlossen, das war Bob Goulding, einer der großen Lehrer der TA, und er hatte abgenommen. Also es war ein bisschen anders als in deutscher Wissenschafts- und Verbandstradition, wie man damit dort miteinander umgegangen ist. Von daher versteht ihr, wenn ich sage, der Szenenstil war persönlich und unkonventionell. Also da sind die Prüfer schon mal vom Strand hochgeschlappt in ihren Bermuda-Shorts, haben eine Prüfung abgenommen, haben den anderen gedrückt und sind wieder zum Strand zurückgegangen. Also man war relativ easy unterwegs. Etwas anderes war in der TA, das war mir damals noch nicht so ganz klar, aber es war zu spüren, Eric Byrne war gerade 6 Jahre tot. Eric Byrne ist ja 1970 völlig überraschend für die Szene an einem Herzinfarkt sofort verstorben. Und das hat in einem Schlag die Eiche aus diesem Garten genommen, um die sich alles geschart hatte. Vieles, was er wahrscheinlich noch hätte entwickeln wollen, hat er nicht mehr entwickeln können. Er hat aber viele kreative Leute angezogen gehabt, die dann die Möglichkeit sahen,